Hallo und herzlich willkommen zu unserem YouTube-Video. Heute zeigen wir euch ein paar schöne Stellen hier in Paphos. Dafür fahren wir von Ort zu Ort und nehmen dort einzelne Videos auf. Hier im Hintergrund seht ihr den Park of Colors. Der ist in Paphos in der Altstadt oben hinter dem Papantonio. Ich verlinke euch den Standort auf Google Maps unter dem Video. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, gibt es hier einen Fußballplatz und einen Basketballplatz. Im Aufbau befindet sich noch ein Skatepark. Es gibt auch öffentliche Toiletten und ein Café. Allerdings ist das Café trotz Eröffnung noch nicht eingerichtet und wird nicht betrieben. Und auch die Toiletten sind im Moment verschlossen. Wann der Park dann letztendlich voll und zu 100% nutzbar ist, wissen wir alle nicht. Das ist so typisch in Zypern. Sigar, sigar. Das passiert alles dann, wenn es soweit ist und soweit sein soll. Und dann könnt ihr das auch voll und ganz für eure Freizeitaktivitäten nutzen. Ansonsten ist es sehr schön zum Spazierengehen oder um mit Inlineskates hier durchzufahren oder einfach ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Es gibt schon viele Bänke, ein paar Bäume, sodass man sich auch in den Schatten setzen kann. Und insgesamt ist die Anlage sehr schön und sehr gepflegt. So, ihr Lieben, wir sind jetzt auf der zweiten Station. Wir sind hier beim Cliff Social. Das ist ein richtig tolles Restaurant in Mutalos. Man hat eine schöne Aussicht, wie ihr das im Hintergrund sehen könnt, über die ganze Stadt hier in Paphos. Also zumindest den Teil von Ekato Paphos Richtung Klorakas. Das ist eine wunderschöne Location mit toller Aussicht. Insbesondere kann man hier toll Abendessen in dem Outdoor-Bereich zum Sonnenuntergang und die schöne Aussicht genießen. Jetzt gleich werde ich auch noch mal vorne kurz den Außenbereich aufnehmen und euch zeigen. Das ist wirklich süß gemacht. Es gibt einen Bereich mit Sand, sodass man sich trotz der Höhe hier fast wie in der Beachbar fühlt, wenn man dort gemütlich seinen Cocktail abends schlabbert. Seid gespannt. Ich wechsle jetzt noch mal die Ansicht und zeige euch gleich ein bisschen von dem Restaurant selber. So, das ist jetzt hier also wie versprochen noch der Außenbereich mit der Bar. Seht, hier ist ein schöner Springbrunnen und dahinter ist ganz gemütlich die Lounge aufgebaut. Im hinteren Ende ist dann das Restaurant selber mit dem Innenbereich. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön und die Aussicht hier ist sehr toll. Also ich kann jedem nur empfehlen, schaut vorbei. Ich verlinke euch wieder den Google Pin entsprechend hier drunter, sodass ihr das auch finden könnt, wo es hingeht. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Erkunden von Paphos. So, und jetzt sind wir bei Stopp 3. Also eigentlich sind es Stopp 3 und 4. Das ist hier der Strandabschnitt bei der Siu Bar zwischen Klorakas bzw. Kisonerga und Coral Bay. Das ist ein wunderschöner Strandabschnitt. Hier ist alles sehr naturbelassen. Es gibt keine von diesen Wellenbrechern. Dadurch gibt es ja auch oft sehr hohe Wellen. Es macht Spaß mit dem Baden. Man muss natürlich vorsichtig sein, dass man da nicht in die Strömungen gerät. Aber es macht richtig Spaß, zum Beispiel mit der Luftmatratze oder dem Surfbrett hier auf den Wellen rumzuwippen. Ansonsten gibt es hier noch ein Highlight. Das ist nämlich die Siu Bar. Die seht ihr jetzt hier vorne gleich rechts im Bild. Die wird unter anderem auch als die Goldgrube von Paphos bezeichnet. Das ist ein Restaurant und Beachbar. Von den Preisen her halt sehr touristisch, also recht teuer für das, was man angeboten bekommt, ist aber auch natürlich Location, Location, Location. Man bezahlt hier den Platz und die Aussicht mit. Es ist, wie gesagt, ein wunderschöner Ort zum Relaxen und auch zum Ausspannen, sowohl hier an dem Strand als auch in dem Restaurant oder in der Beachbar, wie auch immer man das nennen darf. Die Siu Bar wurde mehrfach vergrößert und hat inzwischen ein großes Angebot auch an Lounges und Liegen, sodass man da ganz gechillt sein Essen und seine Drinks genießen kann oder eben auch oben ganz normal an den Tischen im Restaurant selber. Es gibt eine große Auswahl an Gerichten und auch Cocktails und sonstigen Getränken, sodass man sich hier richtig gut gehen lassen kann. Wie gesagt, sehr schöne Location. Und wir zeigen euch gleich noch nebenan den Sundown Point. Da gibt es noch einen Viewpoint, wo ganz viele Leute abends anhalten, um sich den Sonnenangang anzugucken, weil man hier eine hervorragende Sicht auf die Sonne hat, wie sie dann im Meer untertaucht. So, einmal kurzer Switch zur anderen Seite.
wie versprochen, hier noch der Viewpoint. Ihr könnt sehen, jetzt das Restaurant von der anderen Seite. Hier kann man wunderbar anhalten mit dem Auto. Es gibt Sitzbänke und einen absolut tollen Hintergrund. Ganz viele Leute machen hier auch Videos und Selfies. Das könnt ihr zum Beispiel hier vorne sehen. Hier parken also einige, halten an, genießen die Aussicht und machen Erinnerungsfotos. Insgesamt hat es allerdings den meisten Charme, wenn ihr wirklich abends hierher kommt, wenn die Sonne untergeht. Ansonsten seht ihr, es ist richtig, richtig schön hier bei uns in Paphos. So, wir sind jetzt unterwegs beim nächsten Stopp. Das ist hier der Coral Bay Beach und zwar die rechte Seite. Es gibt ein Stück weiter vorne noch eine linke Seite von dem Strand. Ich habe aber extra hier angehalten und einen kurzen Stopp gemacht, weil hier die Ausflugsschiffe aus Paphos liegen. Links die Wave Dancer und noch zwei etwas kleinere Boote. Das heißt, ihr könnt von Paphos aus vom Hafen mit den Schiffen hier einen Ausflug machen mit Schnorchel und Badestopp. Meist gibt es auch noch sowas wie ein Barbecue oder ein Buffet dazu. Und dann könnt ihr euren Tag richtig schön auf dem Boot genießen. Und ansonsten ist es ja auch sehr schön. Also man kann hier, wie ihr seht, auch einfach vom Auto aus hin und sich unten eine Strandliege mieten und einen Schirm. Kann hier den Tag entspannt vergehen lassen. Da unten gibt es ein kleines Kiosk und Restaurant mit so einem Miniladen. Und ansonsten gibt es auch noch einen weiteren sehr schönen Strand. Zu dem fahren wir dann gleich weiter und machen euch auch noch ein kurzes Video. Also bleibt gespannt, es geht weiter. So, liebe Freunde der Sonne und des entspannten Lebens, wir sind jetzt hier am Coralia Beach. Das ist der zweite größere Strand in Coral Bay. Wie ihr seht, gibt es hier auf der linken Seite einen kleinen Mini-Hafen mit ein paar Booten. Die kann man allerdings nicht ausleihen. Dafür gibt es hier Wassersportmöglichkeiten. Also man kann Parasailing machen oder sich ein Quad mieten oder ähnliches. Hier vorne links gibt es noch ein Restaurant, innen mit Restaurantbetrieb, außen mit der Snackbar. Und dann gibt es hier noch einen größeren Strandbereich von dem Hotel auf der rechten Seite und auch etliche Schirmen und Liegen. Das ist ein sehr, sehr schöner Sandstrand, der sehr flach ins Wasser geht. Ist von den Wellenbrechern geschützt und hat zwei sehr flache Buchten hier vorne, sodass er sich auch hervorragend eignet, um hier mit Kindern oder Kleinkindern schwimmen zu gehen und einen schönen Strandtag zu verbringen. Es gibt hier einen Bademeister on duty, Rescue, Life Rescue. Und da vorne auch Duschen, Umkleideräume
und einen kleinen Kiosk, sodass für das Leibliche wohl auch gesorgt ist. An sich auch eine sehr, sehr schöne Bucht. Man kann ja auch sehr gut schnorcheln gehen. Insgesamt auch ein sehr, sehr toller Ort. Ich verlinke ihn euch wieder unter dem Video, sodass ihr selber hierher kommen und euch ein eigenes Bild machen könnt. So, ihr Lieben, wir sind beim nächsten Punkt angekommen. Es gibt wieder ein Restaurantbar, das Oniro by the Sea. Sehr beliebt, vor allem, weil es hier eine wirklich tolle Location ist. Das ist nämlich gelegen direkt an dem Edro 3 Shipwreck, dem Schiffswrack, das wohl bekannteste hier in Paphos. Wunderschöne Kulisse. Hier sind diese schönen Kalksteinfelsen, die ausgewaschen sind mit den ganzen Höhlen darin. Das ist eine sehr kleine Bucht. Und hier kommt dann jetzt auch das Schiffswrack. Da könnt ihr sehen, das ist das Edro 3 Shipwreck. Das ist ja auf Grund gelaufen. Das ist eine sehr schöne Kulisse für viele. Ihr seht, da vorne sind ganz viele Touristen, die Fotos oder Videos vor sich vor dem Schiff machen. Es gibt auch etliche Drohnenvideos dazu. Das ist ja auch ein sehr beliebter Ausflugsort. Und auch das Restaurant, das ihr eben sehen könntet, das Oniro by the Sea, sehr beliebt. Also zu Stoßzeiten müsst ihr hier auf jeden Fall vorher reservieren. Die haben eine sehr gute Küche und natürlich auch Lage. Also die Sonnenuntergänge hier sind auch wirklich richtig, richtig schön. Ich markiere euch unter dem Video wieder mit der Angabe der Spielzeit den entsprechenden Google Maps Pin, sodass ihr auch selber hierher kommen und den Ort genießen könnt. So, ihr Lieben, zum Abschluss gab es dann doch noch was Richtiges zu essen. Und zwar waren wir hier im Nature Café Restaurant im unteren Pierre. Das ist sehr, sehr schön. Das ist überdacht wie so ein kleiner Biergarten. Ich zeige euch das mal kurz. Da kann man hervorragend sitzen. Das ist überdacht und zugewachsen. Mehrere Vogelkäfige mit Vögeln, die singen. Und auch viele freifliegende Vögel, die sich dazu gesellen und mit den anderen Vögeln zusammen singen. Das ist ein sehr schönes Ambiente mit den Hintergrundgeräuschen. Zum Essen gibt es sonntags immer ein Souffla-Menü mit Chicken, Pork und Lamm-Souffla gemischt, wenn man das so haben möchte. Man kann es auch separat bestellen und das wird sehr fleißig genutzt, vor allem sehr viel von den Briten, die hier in der Gegend wohnen. Gegenüber sieht man auch gleich das Meer. Ich drehe mal kurz hier rüber, dass ihr das auch sehen könnt. Man hat also beim Essen gleich auch Seaview, kann gemütlich auf das Meer gucken. Da unten, das ist übrigens eine Hochzeits-, also so eine Wedding-Venue. Dort sind gerade auch aktuell eine Hochzeitsgesellschaft, die dort ihre Hochzeit feiert. Zypern ist ja auch bekannt dafür, eine Hochzeitsinsel zu sein. Also viele Menschen kommen hierher, um hier zu heiraten, weil das Ambiente, die Landschaft und das Land einfach wahnsinnig schön ist und das Wetter sehr konstant, vor allem im Sommer. Das ist jetzt auch für mich der Abschluss für die Tour heute, aber wir wiederholen das bestimmt ganz bald wieder. Alle Links habt ihr vom Google Maps unten unter dem Video, sodass ihr euch das selber auch alles noch angucken und auskosten könnt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet einiges sehen, was euch gefallen hat.